So, ich grüße euch, hallo, zu einem neuen Video. Ja, es gibt im Leben zwei Wahrheiten, zwei Tatsachen, denen kann man getrost Folge leisten. Erstens, ist nie von gelbem Schnee. Und zweitens, wenn Stefan 123321 zu einer VA aufruft, dann hat man dem Folge zu leisten. Ja, und das will ich jetzt machen. Ich habe mir die winterliche Kulisse rausgesucht, meine stabilsten Klappmesser zu zeigen. Ja, und wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt dran. Ja, ganz kurz nochmal zwei, drei Worte zu dem lieben Stefan, der zu dieser VA aufgerufen hat. Ja, der Stefan ist die Szenegröße hier in der deutschsprachigen Taschenmesserszene oder in der Messerszene. Man bekommt immer fundierte Videos geboten und jetzt hat er Junge aus dem hohen Norden mit der tollen Stimmfärbung, wie gesagt, zu der VA aufgerufen. Und ja, es kam, wie es kommen musste. Ich glaube, es sind mittlerweile gehen die Anzahl der Videos, die darauf reagiert haben, in die Dutzende. Also, das ist ein richtig großes Ding, was der Stefan da losgetreten hat. Und ich möchte mich dem nicht entziehen. Ich hatte das ja bei Manuel schon gesagt. Ich finde die Art der Kommunikation über so eine VA, die ist einfach direkter. Irgendjemand fragt was, sagt was, lässt was los und man reagiert darauf. Ja, macht irgendwie einfach immer wieder Laune. Und deswegen vielen lieben Dank, Stefan, an der Stelle für den Aufruf. Und jetzt geht's los. So, jo, das erste Modell, was ich vorzeigen möchte, ist das Böker Manufaktur aus Solingen, das Jagdmesser Duo. Duo, weil es über zwei Werkzeuge verfügt, die da wären, die Klinge und eine doch echt stabile und massive und wie ich finde, sehr dick aufbauende Säge. Ja, von diesen Jagdtaschenmessern von Böker ist das das größte Modell und ja, ich finde, hast du schon einen ordentlichen Brummer in der Hand. Ich meine, ich habe Handschuhgröße, also habe ich 9 ungefähr, also eher mittelgroße Hände, aber ich finde, da ist auch noch Platz bis Handschuhgröße 11. Das ist wirklich ein ordentliches Taschenmesser. Klingenlauf ist ganz sauber. Klingenspiel merkt man in keinster Weise. Und was empfinde ich jetzt als so toll stabil an dem Teil? Erstens mal, beide Werkzeuge sind, wie gesagt, über Backlock verriegelbar. Das gibt halt ein sicheres Arbeitsgefühl an der Stelle. Die Säge, also sie baut schon massiv stark auf. Ich meine, das ist ein Jagdmesser, das ist als Knochensäge angedacht. Aber ich finde, und man sieht es auch hier, da hängt noch ein bisschen Flatter drin und ein bisschen Späne. Also Holz kriegt man damit auch ganz anständig durch. Ja, ganz toller Bekleider. Habe ich nicht allzu oft am Mann, aber nehme ich doch immer wieder mal gern raus. Ja, die Messingplatinen haben ungefähr einen guten Millimeter an Stärke und die verniedete Konstruktion, ich glaube, da passiert wirklich so schnell nichts. Die Klingenstärke ist jetzt nicht allzu stark. Wir liegen hier ungefähr bei ja, eher 2,3, 2,5 mm. Ich kann es noch nicht mal auswendig sagen. Ich versuche das an der Stelle mal einzublenden, aber die Spitze ist jetzt zum Beispiel nicht ganz so fein ausgeführt, dass man jetzt das Gefühl haben müsste, das verbiegt sich. Also insofern wirklich ein stabiler, toller, aber sehr klassischer Begleiter halt. So, das nächste Modell on the stage ist das Böker Manufaktur Scout in Hirschhorn. Ja. Sorry, coming out. Ich muss mich jetzt outen als kleiner Böker Fanboy. Ja gut, was heißt Fanboy? Eher alter Sack vielleicht. Aber die haben schon ein paar Modelle dabei, die machen mir richtig, richtig Freude. Und als wirklich stabiles Taschenmesser und als wirklich tauglicher Begleiter muss ich ganz ehrlich auch das Scout einordnen.
Was heißt muss ich? Ne? Kann ich. Ist ein feines Ding. Man sieht hier, das sind keine, das ist nicht nur einfach Platinen mit aufgesetzten Bolstern, sondern das ist ein kompletter Griffkörper, wo die Aussparungen für das Horn rausgefräst sind. Die Befestigung wieder hier vernietete Konstruktion mit diesen umgebattelten Nieten. Ja, das alles erinnert doch sehr, sehr stark an die Buck-Modelle. Ich glaube, von der Größe her am ehesten noch an das 112er, auch wegen der Profilierung des Griffs. Ich glaube, da hat Böker ein bisschen gespickt, ne, bei den Buck-Modellen. Und ja, ähnlich wie beim Buck, die ja auch über diesen vollen Griffkörper verfügen. Ich habe übrigens keins, aber ich gucke da immer interessiert beim Christoph zu. War schon mehrfach nah dran. Verfügt auch das Scout über einen Hohlschliff mit einer sehr penetrierfreudigen Spitze. Und jetzt warte ich gerade, bis das Auto vorbei ist, weil sonst hört man nur das Geräusch im Hintergrund. Ja gut, ich sitze halt hier nicht mitten im Wald, sondern am Ortsrand. Gut, weiter geht's. Also, der Hohlschliff, sehr schneidfreudig. Aber alles fein gearbeitet, hier überhaupt kein Klingenspiel, geht ganz sauber zu. Am Anfang war das alles noch ein bisschen hakelig, mittlerweile hat sich das alles ganz sauber gefunden. Die verwendeten Materialien und das Eigengewicht geben einem schon die gute Rückmeldung, dass man hier was Stabiles in den Händen hält. Übrigens die Profilierung perfekt für meine Handschuhgröße 9. Größere Hände werden da wahrscheinlich ein bisschen Probleme mit haben, aber auch das ist ein Teil dessen, dass ich sage, das ist ein stabiles Messer, weil der Griff einfach sehr stabil zu greifen ist, alles sehr führig. Ja, wir haben hier wieder ein Backlock und ja, das einzigste Manko, gut, wie gesagt, Manko möchte ich eigentlich gar nicht sagen, das ist eine sehr dünn ausgeführte Hohlschliffklinge, sehr schneidfreudig, aber das wäre sozusagen die Schwachstelle, was die Stabilität anbelangt. Wobei, also Mini-Holz, so Hobo-Holz lässt sich auch damit durchbatonieren. Eigentlich überhaupt kein Problem und ich glaube, bei nicht missbräuchlichem Handhaben ist das so ein Lebensbegleiter. Das Böker Scout in Hirschhorn. Ganz feines, stabiles Ding. Gut, the next one. So, kommen wir zum letzten Modell und damit zu meinem stabilsten Taschenmesser. Und da verlassen wir jetzt die Böker-Familie und landen bei Victorinox. Nämlich, es ist das Hunter Pro. Hier mit der schwarzen Griffbeschalung und in der nicht 42A-konform Einhand-Variante. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wirklich mein stabilstes Taschenmesser. Wir haben hier wieder einen Backlock, der ganz, ganz stramm reingeht. Wobei über den Backlog gibt es eine Kleinigkeit zu sagen. Ich glaube, es war das Survival Magazin. Die haben mal Tests durchgeführt mit verschiedenen Backlog-Messern und die haben diesen Backlog hier beim Hunter Pro tatsächlich als mit das Schwächste ertestet durch Schläge auf den Klingenrücken. Gut, mir fehlt jetzt der Vergleich, weil ich eben solche Tests noch nicht durchgeführt habe. Ich glaube, man darf denen schon glauben. Die Arbeiten, die ich bis dato durchgeführt habe, die ließen sich ganz, ganz sauber lösen, ohne dass sich der Backlog irgendwie gelöst hat, ohne dass er nachgegeben hat. Also es ist mir bis dato noch nicht passiert, dass die Klinge freigegeben worden ist. Gut, vielleicht habe ich die falschen Arbeiten dazu durchgeführt, aber also ich muss sagen, das ist wirklich ein stabiler Begleiter. Wir haben hier eine ganz ordentliche, dicke Klinge, die sich ja in nahezu vollem Material zwei Drittel durch die Klinge durchzieht und erst zum Schluss verjüngt. Also hier ist auch nicht zu erwarten, dass sich das irgendwie verbiegt, das Material. Die Spitze ist penetrierfreudig, ja, durch die falsche Schneide nach vorne schon spitz zugeführt, aber jetzt nicht so spitz, dass man das Gefühl hat, da verbiegt sich irgendwas. Ansonsten, was macht das noch stabil? Oder was gibt einem ein stabiles Gefühl? Das ist das Griffmaterial, das ist dieses ja, mit einer Art gummiartigen Oberflächenstruktur dieser Kunststoff. Und einer, wie ich finde, sehr universellen Profilierung. Also da finden sich kleinere wie größere Hände gut Platz drin. Unglaublich führig. Und
ja, man sieht hier auch gewisse Gebrauchsspuren. Ich habe mit dem Teil auch schon batoniert, ich habe damit gehackt, wobei batoniert tatsächlich immer noch im abgewinkelten Zustand, weil ich halt einfach so oder so die Mechanik nicht so sehr belasten möchte. Aber ja, das Hunter Pro ist wirklich ein richtig, auch optisch schon so ein richtiger Brummer an Taschenmesser. Ja, und wie ich finde, ein sehr stabiler Begleiter. So, lieber Stefan, das waren sie also nun, meine stabilsten Taschenmesser, zumindest die, die ich als solche identifiziert habe. Das Scout, das Jagdmesser Duo und allen voran das Victorinox Hunter Pro. Ja, vielen lieben Dank, dass du die Sache ins Leben gerufen hast. Hat wieder mal Spaß gemacht, so eine kleine VA zu machen. Ich meine, im Moment ist ja in dieser Messerszene ja der Teufel los. Eine VA jagt die nächste, man kommt so recht gar nicht mehr drauf klar. Aber sehr geil, hat Freude gemacht. Ja, an dich noch. Du machst wirklich eine ganz, ganz feine Sache. Nicht nur, dass du deine Videos ganz toll präsentierst. Du bist auch wirklich ein richtig guter Mensch. Ja, im humansten Sinne der Bedeutung. Und jetzt demnächst kommt ja wieder eine Spendenaktion. Und jedem Zuschauer, der das noch nicht kennt, bitte guckt mal beim Stefan auf dem Kanal vorbei. Da wird für eine gute Sache werden Taschenmesser versteigert. Wer den einen oder anderen Euro über hat, hier mitbieten zu können. Es kommt zu 100% einer guten Sache zugute. Und ja, dafür Speziallob an dich, Stefan. Und ja, ansonsten wünsche ich jedem noch eine gute Zeit, egal was ihr macht. Und vielleicht bis demnächst zum nächsten Video. Ciao.